Als sie 14 war, weigerte Luz sich, noch länger ihre Medikamente zu nehmen. Damals hatten ihre Eltern Dr. Sanford aufgetrieben, dessen Klinik ganz in der Nähe der Dover High School lag. Sie flogen alle zusammen nach New Hampshire und fuhren danach eine lange, kurvenreiche Straße einen Berg hoch, bis sie zu einer großen Villa kamen, die Shady Hollows hieß. Sie stellten Luz einen Mann in einem weißen Kittel vor und fragten sie, ob sie immer noch ihre Erscheinungen habe. Die Hände ihrer Eltern waren feucht und kalt, als sie sich von Luz verabschiedeten. Auf ihren Gesichtern war die Angst zu lesen, dass mit ihrer Tochter wohlmöglich etwas ganz und gar nicht stimmte. Niemand hatte Luz groß erklären müssen, was für sie auf dem Spiel stand. Dass sie in ihrem Leben noch viele Shady Hollows von innen sehen würde, wenn sie Dr. Sanford nicht erzählte, was man von ihr hören wollte. Als sie anfing zu lügen und sich wie alle anderen verhielt, erlaubte man ihr, auf die Dover High School zu gehen, und sie musste nur noch zweimal im Monat zu Dr. Sanford. Die schrecklichen Medikamente musste Luz nicht mehr nehmen, seit sie behauptet hatte, keine Schatten mehr zu sehen. Was aber nicht hieß, dass sie kontrollieren konnte, wann sie auftauchten. Alles, was sie wusste, war, dass es eine Reihe von Orten gab, an denen sie bereits von ihnen bedrängt worden war. Tief im Wald, in der Nähe von trüben Gewässern, und dass sie solche Orte nun mied. Alles, was sie wusste, war, dass sich unter ihrer Haut ein kaltes Frösteln ausbreitete, wenn die Schatten kamen, und sie von einem entsetzlichen, unerträglichen Gefühl gepackt wurde, das mit keiner anderen Empfindung vergleichbar war. Luz rutschte auf der Bank ein Stück von Arion weg und massierte sich die Schläfen. Wenn sie diesen ersten Tag hier überstehen wollte, musste sie die Vergangenheit in den hintersten Winkel ihres Gedächtnisses verbannen. Sie ertrug es kaum, die Erinnerung an diese Nacht in sich wachzurufen, wenn sie allein war, und erst recht nicht konnte sie da einer rätselhaften, überdrehten Fremden alle schaurigen Einzelheiten des Vorfalls anvertrauen. Sie gab keine Antwort und blickte Arion nur stumm an, die sich inzwischen auf dem Rücken ausgestreckt und eine riesige schwarze Sonnenbrille hervorgezogen hatte, die den größten Teil ihres Gesichts verdeckte. Schwer zu sagen, aber sie musste Luz gleichfalls aufmerksam beobachtet haben, denn eine Sekunde später sprang sie auf und lächelte Luz an. »Ich will auch so einen Haarschnitt wie du«, sagte sie. »Mach ihn mir!« »Was?« Luz war entsetzt. »Aber du hast doch so schöne Haare.« Was stimmte? Arion hatte die prächtigen, langen Haare, denen Luz so nachtrauerte. Lange, gelockte Haare, schwarz mit einem leicht rötlichen Schimmer. Luz machte eine Geste, wie um eine Strähne hinters Ohr zurückzustreichen, auch wenn das bei ihren kurzen Haaren vergeblich war. »Schön lang und langweilig«, sagte Arion. »Wie du sie hast, das ist sexy, Hexy. Das will ich auch.« »Na ja, wenn du meinst«, sagte Luz. War das als Kompliment gemeint? Sie wusste nicht, ob sie sich geschmeichelt fühlte oder eher genervt war, dass Arion offensichtlich glaubte, sie könnte alles haben, was sie wollte, auch wenn es jemand anders gehörte. »Aber wie sollen wir denn...« »Tada!« Arion griff in ihre Tasche und zog das schwarze Armeemesser vor, das Gabby kurz vorher abgeliefert hatte. »Super, was?« »Ich nutze immer die Gelegenheit und wühle mit meinen Schmutzfingern ein bisschen in den Karton herum, wenn neue Schüler angekommen sind. Darauf habe ich mich schon wochenlang gefreut. Der bloße Gedanke daran rettete mich durch die Hundstage meines Gefängnisaufenthalts in der Sword and Cross. Ich meine natürlich mein Sommercamp.« »Du hast den ganzen Sommer hier verbracht?« Luz glaubte ihren Ohren nicht zu trauen. »Ha, das kann nur ein absoluter Neuling fragen. Wahrscheinlich freust du dich schon auf Weihnachten und die Frühjahrsferien.« Sie reichte Luz das Schweizer Armeemesser. »Vergiss es, du kommst aus diesem Loch nie mehr raus. Nie mehr. Und jetzt schneid mir die Haare.« »Was ist mit der Überwachungskamera?« fragte Luz. Sie blickte sich mit dem Messer in der Hand um. Irgendwo waren bestimmt auch hier Kameras versteckt. Arion schüttelte den Kopf. »Mit Angsthasen will ich nichts zu tun haben. Kannst du mit so einem Messer umgehen oder nicht?« Luz nickte. »Und erzähl mir jetzt nicht, dass du noch nie jemanden die Haare geschnitten hast.« Arion schnappte sich das Messer noch einmal, klappte die kleine Schere aus und reichte Luz das Messer zurück. »Ich will kein Wort mehr hören, erst wenn du mir sagen kannst, dass ich mit meiner neuen Frisur super toll aussehe.«
Als Luz damals in der Badewanne saß, die einen Friseursalon ersetzen musste, hatte ihre Mutter die spärlichen Überreste ihrer langen Haare zu einem Zopf zusammengedreht, den sie dann mit einer großen Schere abschnitt. Luz war sich sicher, dass es noch andere, sorgfältigere Methoden des Haareschneidens geben musste, aber da sie sich ihr ganzes Leben lang geweigert hatte, zum Friseur zu gehen, war der abgeschnittene Pferdeschwanz alles, was sie kannte. Sie fasste Arians Haare zu einem Zopf zusammen, zog von einem Handgelenk ein Gummi, das sie um die Haare wickelte, und machte sich mit der kleinen Schere des Schweizer Armeemessers ans Werk. Schließlich war es geschafft. Der Pferdeschwanz fiel zu Boden. Arian seufzte, fuhr herum, bückte sich, hob ihn auf und hielt ihn triumphierend hoch. Der Anblick tat Luz im Herzen weh. Sie trauerte immer noch ihren eigenen langen Haaren nach, die ihr zum Symbol für so vieles geworden waren, das sie verloren hatte. Aber Arian lächelte. Sie fuhr mit den Fingern noch einmal durch die abgeschnittenen Haare, dann ließ sie den Pferdeschwanz in ihre Tasche verschwinden. »Großartig«, sagte sie, »mach weiter.« »Arian«, flüsterte Luz erschrocken, »was ist mit deinem Hals?« Die Frage war herausgerutscht, bevor sie lange nachdenken konnte. »Du meinst die große Narbe?«, fragte Arian zurück. Ein breiter Streifen Haut an ihrem Hals, vom linken Ohr bis hinunter zum Schlüsselbein, war unregelmäßig verwachsen und schimmerte weiß. Luz musste an Trevor denken, an die schrecklichen Fotos von ihm. Sogar ihre eigenen Eltern hatten ihr nicht mehr in die Augen schauen können, nachdem sie die Fotos gesehen hatten. Es war für Luz schier unerträglich, jetzt Arian nachzublicken. Arian griff nach Luz Hand und presste sie auf die Narbe. Die Haut war heiß und kalt, glatt und rau. »Ich fürchte mich nicht davor«, sagte Arian. »Und du?« »Nein«, sagte Luz. Aber in Wahrheit wünschte sie sich nichts sehnlicher, als dass Arian ihre Hand wegnehmen würde, damit sie ihre Hand auch schnell wegziehen konnte. Ihr war ganz flau im Magen bei dem Gedanken, als sie sich fragte, ob sich Trevors Haut wohl auch so angefühlt hätte. »Fürchtest du dich vor dir selbst, Luz? Davor, wer du wirklich bist?« »Nein«, sagte Luz erneut hastig. Es musste für Arian sowas von klar sein, dass sie log. Sie schloss die Augen. Alles, was sie sich von der Sword and Cross wünschte, war die Möglichkeit zu einem Neuanfang. Sie wollte einen Ort, an dem die Menschen sie nicht so ansahen, wie Arian es jetzt gerade tat. Am Schultor heute Morgen, als ihr Vater ihr schnell noch das Familienmotto ihrer Großmutter ins Ohr geflüstert hatte, »Eine mit so viel Kraft wie wir gibt nie auf«, hatte es sich noch so angefühlt, als könnte es möglich sein. Aber inzwischen kam sie sich nur noch nutzlos und ausgeliefert vor. Sie zog die Hand weg. »Wie ist das passiert?«, fragte sie und schaute auf den Boden. »Als du vorhin auf meine Frage keinen Pieps geantwortet hast, hab ich dich da gedrängt?«, fragte Arian. Luz schüttelte den Kopf. Arian deutete auf das Schweizer Armeemesser. »Und jetzt mach weiter, okay? Ich will richtig hübsch aussehen. Ich will so aussehen wie du.« Aber auch mit identischem Haarschnitt hätte Arian immer noch wie eine stark unterernährte Version von Luz gewirkt. Während Luz sich bemühte, dem ersten Haarschnitt, den sie je einer anderen Person verpasst hatte, eine halbwegs ansehnliche Form zu geben, fuhr Arian mit ihrer privaten Einführung in das Leben an der Sword and Cross fort. »Der Zellenblock da drüben, das ist Augustin. Da finden am Mittwochabend immer noch unsere sogenannten Veranstaltungen statt. Und unser gesamter Unterricht auch.« Sie deutete auf ein Gebäude in der Farbe gelblicher Zähne, das dritte Gebäude von links. Bestimmt war es von demselben Sadisten entworfen worden, der auch für Pauline verantwortlich war. »Kleine Warnung«, sagte Arian, »du wirst den Unterricht hier hassen. Du wärst kein Mensch, wenn du es nicht tätest.« »Warum? Was ist so schlimm daran?«, fragte Luz. Vielleicht mochte Arian Schule ja grundsätzlich nicht. Mit den schwarz lackierten Fingernägeln, dem dicken schwarzen Lidstrich und der schwarzen Tasche, in die gerade mal ihr neues Schweizer Armeemesser zu passen schien, wirkte sie nicht wie jemand, der Spaß am Lernen hatte. »Der Unterricht ist total seelenlos«, sagte Arian. »Und viel schlimmer, sie rauben dir auch noch deine eigene Seele. Von den 80 Schülern hier gibt es vielleicht noch 3 mit einer Seele.« Sie blickte auf.
aber das bleibt unter uns.« Klang alles nicht besonders vielversprechend, aber Luce hatte bei etwas anderem aufgehorcht. »Wie, an der ganzen Schule gibt es nur 80 Schüler?« Bevor sie nach Dover gegangen war, hatte Luce das dicke Handbuch für künftige Schüler genau studiert. Sie erinnerte sich noch an die vielen Statistiken. Mit nichts von dem, was sie bisher über die Sword and Cross erfahren hatte, hatte sie gerechnet, und sie merkte, dass sie völlig unvorbereitet gekommen war. Arion nickte, was dazu führte, dass Luce aus Versehen eine spitze Ecke in ihr Haar schnitt. »Huch, hoffentlich bemerkt sie das nicht. Vielleicht findet sie es ja besonders cool.« 8 Jahrgänge. Jeder Jahrgang 10 Jugendliche. Da kriegt man ziemlich schnell mit, was für einen Scheiß alle so drauf haben«, sagte Arion. »Und die anderen über einen selbst natürlich auch.« »Klar, kann ich mir denken«, meinte Luce und kaute nervös auf ihre Lippen herum. Arion hatte das witzig gemeint, doch Luce fragte sich, ob sie immer noch mit diesem lässigen Grinsen im Gesicht dasitzen würde, wenn sie Luces Geschichte kannte. Je länger Luce einen Mantel des Schweigens über ihre Vergangenheit breiten konnte, desto besser. »Und wenn ich dir eins raten darf, halt dich von den wirklich harten Fällen fern.« »Die wirklich harten Fälle?« »Die Jugendlichen mit den elektronischen Fesseln am Handgelenk«, sagte Arion. »Ungefähr ein Drittel der Schüler.« »Und das sind diejenigen, mit denen du besser nichts zu tun haben solltest, glaub mir.« »Was haben sie denn angestellt?« fragte Luce. So sehr Luce ihre eigene Geschichte lieber geheim halten wollte, so wenig mochte sie es, von Arion wie ein dummes, kleines Mädchen behandelt zu werden. Was auch immer diese Jugendlichen getan hatten, es konnte kaum viel schlimmer sein als das, was ihr vorgeworfen wurde. Oder doch? Was wusste sie über diesen Ort und die Jugendlichen hier? So gut wie nichts. Sie bekam allmählich Angst. Ein kaltes, graues Frösteln stieg in ihr empor. »Ach, du weißt schon«, plauderte Arion weiter, »Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Beihilfe zu Terrorakten. Die Eltern zerstückelt und am Bratspieß geröstet.« Sie wandte den Kopf und grinste Luce an. »Hör auf«, sagte Luce, »und sag sowas nicht.« »Ich meine es ernst. Diese Psychos haben noch viel strengere Vorschriften aufgebrummt bekommen als der Rest der Durchgeknallten hier. Wir nennen sie die Gefesselten.« Luce musste über ihren dramatischen Ton verlachen. »Dein Haarschnitt ist fertig«, sagte sie und fuhr mit den Fingern durch Arians Haare, damit sie locker fielen. Tatsächlich sah das Ganze jetzt richtig cool aus. »Super«, sagte Arion und drehte sich ganz zu Luce um. Als sie sich selbst mit den Fingern durch die Haare fuhr, rutschten die Ärmel ihres Sweaters hinunter und Luce bemerkte an ihrem linken Handgelenk ein schwarzes Lederarmband, das mit Silbernägeln verziert war, und an ihrem rechten ein weiteres Armband, das mehr nach einem elektronischen Gerät aussah. Arion bemerkte ihren Blick. »Habe ich doch gesagt«, meinte sie, »die totalen Psychos.« Sie grinste teuflisch. »Jetzt komm weiter, ich zeig dir noch den Rest.« Luce hatte keine andere Wahl. Sie kletterte hinter Arion die Zuschauertribüne hinunter. Als einer der Truthahngeier seinem gefährlichen tiefen Sturzflug ansetzte, duckte sie sich instinktiv. Arion, die den Geier nicht zu bemerken schien, zeigte auf das Gebäude ganz rechts. Die Kirche, deren weißer Verputz eine moosgrüne Färbung angenommen hatte. »Dort drüben sehen Sie unsere modern ausgestattete Turnhalle«, sagte sie mit näselndem Tonfall eines Reiseführers. »Für ein ungeübtes Auge mag das Gebäude wie eine Kirche aussehen. Doch das war früher einmal. Wir können in der Sword and Cross eine architektonische Höllenfahrt beobachten. Eine Abkehr von Religion. Vor ein paar Jahren kreuzte ja ein Psychiater mit einer Vorliebe für Fitnessübungen auf und wetterte über die Tabletten vollgestopften Jugendlichen, die noch unsere Gesellschaft ruinieren werden. Er spendete einen Riesenhaufen Geld und deshalb wurde dann die Kirche in eine Turnhalle verwandelt. Die Machthabenden hier glauben, dass wir unsere Frustration jetzt auf eine natürliche und produktivere Weise abreagieren können.« Luce stöhnte. Sie hatte Sportunterricht immer gehasst. »Ein Mädchen ganz nach meinem Geschmack«, bemerkte Arion dazu. »Das Training ist der reine Horror.«